Endlich wieder Saison. Yay. Früh bin ich nicht so in Gespräche, gell? Ich habe jetzt ein bisschen was eingeladen. Ich habe jetzt hier noch die Plastik-Kits für zwei Pappnasen hier rein, die ich mir bestellt habe. Übrigens, ich habe nicht ins Auto gesehen, aber das Auto läuft aus. Ja, nee. Das dritte Bremslicht ist irgendwo undicht. Fick die Karre, echt. Dieses Jahr melden wir es ohne in Lukas. Böse gehen trotzdem raus an dich. Wäre das ja gar nicht mal so geil werden. Kalt, nass und ja. Wir sehen, ob da überhaupt die GoPro hier oben was bringt oder ob die eh komplett offline ist, weil Schlamm. Ja. Ich fahre jetzt erstmal zum Rick. Später. Es ist ja nicht mal so, dass ich ja den schönsten Frühlingstag des Jahres will, aber echt. Es ist das erste Rennen des Jahres und es ist 3 Grad und es pisst, als wenn Gott dich hasst. Echt. Wenn wir jetzt dann noch bei Regen und 2 Grad 2 Stunden anstehen, weil es einfach der SOC als einziger Verein nicht schafft, soll keine bösartige Kritik sein, aber doch schon Kritik. Egal wo du hingehst, vom Sofa aus bezahlen, alles angeben, hingehen, Name, hier Nummer, zack, bezahlt ist, tschüssi. Geht überall. Ich weiß noch, voriges Jahr Torgau. Minus 4 Grad und wir standen, trotz dass wir uns um 7 angestellt haben, 2,5 Stunden. Das war so gottlos, ohne Scheiß. Ich weiß von vielen, die fahren jetzt nachmittags in der Sport A oder B, weil es einfach früh ist, keinen Bock mehr haben, zwischen den Nazis stehen. Ich weiß nicht, ob das das Ziel ist. Später. Vorleben. Es ist endlich wieder soweit. Hallo. Und wie viel gefahren dieses Jahr? Ich hab's gerade gefahren. 0. Einfach mal trainingslos in den SOC. Letzter Einsatz irgendwie, hab ich gehört, ja? Genau. Hier übrigens angeteasert, FBS kommt bald genau für hier. Und hier kommt da was. Ja. Diät bin voll drin. Bei der in Factory Racking. Oh, das ist große Licht. Erzähl mal, wie war denn die Anmeldung? Na ja, klasse, kalt wie immer. Na, dafür können sie ja nicht. Aber ohne Mist. Falls ihr das guckt, wir haben jetzt echt kurz vor 7 da gestanden, wir haben es jetzt 8:45, wir sind mit der Anmeldung durch. Manche stehen echt 2 Stunden, falls ihr das hier vom SOC überlegt, echt mal wegen der Online-Nennung, oder? Das ist, ja, verschlossen. Das ist halt bei den Temperaturen, du frierst ja komplett alles ab. Und wenn du halt nicht so einen großen Bus hast oder noch Auto bloß, wo du schnell setzen kannst, das, oder ja, das ist halt mit der Bordzahlung und so, alles das lange anstehen, das ist nicht mal zeitgemäß. Also grübel da echt mal ein bisschen. Und Rick, was ist mit dem Aufregungsschiss? Was? Nee, der hat sich gerade wieder verkrümelt, der kommt dann wieder. Okay, Schulke, was machst du jetzt? Umziehen? Dich hinsetzen. Dich hinsetzen? Nee. Yoga. Vorbereiten, ja, die Yoga-Matte, genau. Ein paar Sit-Ups und so. Gib mal was zu naschen, ich hab Hunger. Naja. Ist gesund. Ja, ja. Hunger schon abgenommen. Naja, wir machen uns jetzt langsam dann mal irgendwann rennfertig und bis später. Das Grinsen. Mach nicht. Du fährst jetzt nachmittags, ne? Mhm. Alles richtig gemacht. Warum fahren wir eigentlich nachmittags? Weil wir noch eben wechseln wollen. Ach ja! Ja! Bei uns wurde gerade an die Tür geklappt, bei uns bauen sich die Platten an. Also nicht bei uns, sondern bei mehr oder weniger ihm. Aber auch nur unten, ne? Also oben war gut. Nur unten Platten. Nur unten. Irgendwo machen wir Scheiße. Kannst du darüber auch noch lachen? Ja, ist schon witzig alles. Ja, sehen uns dann auf der GoPro. So, Rickard. Und? Hoi. Was? Alles. Alles. Neues Motorrad am Start, daheim in der Garage. Was will man denn her? Na, an den alten Schinken schinden. Aber Alter, ganz schönes Feld, ne? Hast du gehört? Ganz schönes Feld. Naja. Aller Folge.
feeling steady. I feel ready, but my leg's heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning. I'm still searching, finally earning something. Finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the line and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10s, I'm so stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. Training bist du echt gut geworden. Motorrad ist relativ sauber geblieben. Also. Hm. Nicht mehr. Hm. Nur 30 Tonnen, aber Vorderradbremse war ab 1. Runde fort. War noch niemand mehr daheim. Ja, also ab Runde 1 ja. Nichts mehr Bremse vorne. Ich weiß nicht, ob das an dem Brake-Tag-Scheiß liegt oder was. Hinten der Beleger. Da hat irgendwas total quietschen. Jo, Beleger Erfurt. Naja. Ich hab noch nie gehört, dass hier das Ding aufgeht. Infektion mit Hand. Ey, ey. Komplett ausgerutscht. Das war echt eine coole Veranstaltung, aber so ein Schlammloch dorthin, ich weiß nicht, du überholst in der Runde. Du
du überholst in der Runde 10 Leute und in dem Schlammloch, weil du die falsche Linie wählst. Wir sind jetzt bei Rick. Das ist echt anders. Das ist echt gar nicht geil. Das ist, also die hat ja die letzte Runde nur gekocht, weil woher Kühlung? Ey! Ich hab dir gesagt, dass die Scheiße dir heute gearscht hat. Die Scheiße! Was ist denn hier los? Alter! War das nicht mal orange? Löst sich nichts. Ich geb's auf. Komm mal mit, ich zeig dir mal was. Würde mal alles mit der Karte. Hatten die bei Kaufmann. Ach, los. Das hatten die bei Kaufmann schon, aber da hatten sie keine Auswahl mehr am Freitag. Schwarzwälder Kirsch, wenn sie sowas haben. Ach, los. Sauber. Haben die sowas auch, ja? Ja, die haben alle mehrere Sorten, aber wie gesagt, es kommt halt auf an. Du musst mal Zeit. Oder Eierlikör haben die ja manchmal auch, glaube ich, von Kaufmann in Liese, oder? Ach so, 0,02 Stunden. So, wir haben jetzt echt ohne Scheiß 3 Stunden gekerschert, ohne Schaum. Geil. Ohne die Buden Grundräne zu machen, also echt, das war ja Rischbeton. Und übrigens, der ist für jemand Spezielles. Ich weiß zwar nicht, für wen es ist, aber ich habe auch noch einen. Ja, genau, reg mal mit. Hat nichts gepostet und nichts. Seit Anfang Dezember 2, 3, 4 Mal teilweise die Woche Fitti mit 1,5 Stunden Kraftausdauer und Cardio. Viel Motorrad gefahren, Erder, nur im Urlaub gewesen und gar kein Motorrad gefahren. Und ich habe ihn in Anführungsstrichen nur 2 Runden abgenommen. Tendenziell, wenn man das ins Verhältnis setzt, dass ich so viel mache und er gar nichts, bist du halt echt besser gefahren. Muss man einfach mal so sagen. Mir war nach der ersten Runde vorne Bremse Mosch, habe jetzt auch gefunden, warum, keine Bremsflüssigkeit mehr drin. Hinten die Bremsbeläge waren eine Stunde vor Schluss komplett nieder, da hat nur noch quietschen, also Metall auf Metall. Bei mir ist jetzt Scheibe, Beläge, alles Fratze. Ich bin effektiv, wenn du so willst, eine Stunde ohne Bremse gefahren. Musst auch noch mal tanken, eine TBI laufen, das geht eigentlich auch gar nicht. Also hier, also kannst du immer noch mit der Hand drehen, ja, ne? Ja, oben, ja genau. Ach, Scheiße. Handfest. Ich hab so ein bisschen zwangsentlüftet. Oh, mies. So, also wir verabschieden uns jetzt einfach mal aus wieder einem sehr geilen Tag. Fürs erste Rennen echt gut gelaufen. Ich muss echt sagen, es sind viele ausgefallen, hatten mehr Sorgen wie mir. Also wir sind stolz auf unsere Mopeds, stolz auf uns. Wir verabscheuen uns und sagen gemeinsam Tützi. Klatsch mal auf die Kamera.